diese Ausstellung ist eigentlich ein Projekt von Claire Goodwin. Claire Goodwin ist eine englische Künstlerin, die schon seit 14 Jahren in Zürich lebt und geometrisch arbeitet. Und sie ist mit diesem Projekt Distressed, entspannte Geometrie, Distressed Geometry, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob sie das hier machen kann. Und ich bin darauf eingestiegen, weil mir die geometrische Kunst eigentlich sehr fremd ist. Ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, ein neues Terrain zu entdecken. Geometrische Kunst ist primär mal Kunst, die vermeintlich nichts darstellt, die mit Farben und Formen arbeitet. Die hat natürlich bei uns eine ganz lange Geschichte, die verbunden ist mit dem Zeitalter der Avantgarde, der Moderne. Die russischen Konstruktivisten spielen mit rein und natürlich auch die konkrete Kunst in der Schweiz. Es ist sehr lustig, Claire Goodwin aus England hat einen ganz anderen Ansatz. Sie hat lange nichts gewusst von konkreter Kunst und geht eigentlich sehr vorurteilslos um mit einer geometrischen Formensprache. Es ist eine gemischte Truppe, die eigentlich mit der Biografie von Claire irgendwo eine gewisse Übereinstimmung hat. Es ist aber doch so, dass eigentlich fast alle Arbeiten in dieser Ausstellung irgendwo mit der Frage des Kontextes und dem, wie sich so eine Kunst, die ja zuerst so realitätslos aussieht, wie sich die zur Welt verhält. Also das ist eine Frage, die durchdringt eigentlich alles. The work is about mixing anachronisms and being playful with history and the history of filmmaking in particular. The British School at Athens have a very small museum of handleable ancient ceramics, and I picked out a selection of early geometric pottery. It's made with layers. Literally lots of multiple exposures on top of each other, but it's also about layers of histories that I'm putting on top of each other and these bridging these huge gaps between them.